Moin Leute, heute ist der 25. Wir sind an einer Beregnung. Ich habe ja erzählt, dass beim Sandboden wir durch sind. Jetzt sind wir hier so ein bisschen im anmoorigen Bereich. Wir beregnen mit dem Aggregat. Das zeige ich aber, denke ich, wenn ich am Umbauen bin. Also das Aggregat bleibt hier für 3 Touren. Und dann wechseln wir einmal die Straßenseite und gehen in den hier rein. Auch wieder mit dem Aggregat und alles mitnehmen. Das dauert dann immer ein bisschen länger. Wir haben hier aber glücklicherweise eine Erdleitung, man sieht's, dient als Zuleitung quasi, hatten wir auf der anderen Seite auch, aber ja, ist 30 Jahre alt und dementsprechend auch nicht mehr die beste. Ich habe diese Maschine gerade ausgemacht, obwohl sie noch nicht am Ende ist, weil ich etwas gesehen habe schon gestern, aber gestern Abend, da hat die Genossenschaft schon zu. Dieses Lager hier ist komplett durch vom Kettenspanner, das heißt, ich schraube das jetzt einmal ab. Nimm es mit nach Hause, schick meinen Vater los zur Genossenschaft, er lässt das neu machen. Wir machen nämlich gerade unsere andere Hütig auch wieder fit, da muss er eh zur Genossenschaft fahren und da auch einen Teil machen. Dann meinte ich, ja, mach das gleich mit, bevor hier Scheiße passiert. Ich meine, so lief das jetzt, obwohl sie noch eine ganze Ecke braucht, habe ich schon ganz gesagt. Aber bevor Scheiße passiert, lieber vorbeugen, ne? Ich glaube, so schlimm ist das gar nicht. Einmal mit dem 17er den Spanner lösen und dann, ich glaube, mit dem 24er oder 27er einmal das Zahnrad abmachen. Ihr seht's. Komplett durch das Ding hier. Aber ist nicht schlimm. Ist schon blöd, aber nicht schlimm. Und das nächste, was ankommt, ist der hier. Hier müsste man eigentlich mal irgendwie so einen Kettenspanner. Ach, heute ist nicht mein Tag. Noch nicht. Vielleicht sollte ich gar nicht filmen. Ich habe gestern 12 Stunden gemacht, also 2-mal Mist gefahren und dann die beiden Beregnungen halt noch aufwendig umgestellt. Und heute Morgen, ja, ich bin noch um 9:30 oder so erst rausgegangen, weil ich keine Lust hatte. Und naja, der hier geht hier aus und deswegen muss er ja so alle 1,5 Jahre mal ausgetauscht werden. Naja, ich schraube den jetzt noch schnell ab und dann geht's zum Hof. Alter! Oh! Oh! Junge, 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 Junge! Da haben wir ihn. Oh, jetzt ist an mir eine Brennnessel gefallen. Ah, egal. Ich fahre jetzt zum Hof und wir sehen uns später. Ciao. So Leute, es ist jetzt nach Mittag. Das hat relativ gut gepasst. Das Ding hier haben die wieder gut angepunktet, neues Lager reingemacht und gerade beim Schlüssel raussuchen dachte ich, hey, bin ich bescheuert gerade oder was? Hier ist ja so eine Kontermutter, sag ich mal. Das ist... Muss ich mit einem 30er Schlüssel drehen und das aber mit einem 32er festhalten. Und ich dachte, das hat doch eben alles gepasst. Und ja, naja. Ich schraube das mal schnell wieder fix an und dann geht's nach Uetze. Denn die haben die Teile da, die ich brauche, um meine dritte Maschine fertig zu machen. Und dann freue ich mich. Dann ist nämlich die eine wirklich coole Beregnung. Unsere modernste Beregnung. Die ist dann wieder fit und dann kann's abgehen. Weil so langsam... komme ich auch selbst im Stress. Ich fange in der Sommergerste wieder von vorne an, mit einer Beregnung aber, und die braucht 14 Tage für einen Umgang, für einen Durchlauf. Und die hat dann so 35 Hektar unter sich. Die ist hier jetzt erstmal fest verplant, das sind 3 Durchgänge hier, 4 auf der anderen Seite. Dann wollte ich auf unser großes Stück, wo ich den letzten Weizen gedreht habe, das sind da auch 7 oder 8 Tage. Und ne? Deswegen, also eine dritte muss, sonst komme ich nicht hinterher. Und dann gucken wir uns mal die vierte an. Und vielleicht, wenn alles klappt, dann ist nächste Woche sogar so, dass man 4 Beregnungen schön umbauen kann. Und dann wird mir auch hoffentlich nichts mehr vertrocknen. Na gut, ich tue das hier erstmal ran. Nee, mach mich jetzt nicht unglücklich. Mach mich jetzt nicht unglücklich. Die Schrauben, die hier waren, wo habe ich die hingelegt? Lagen die hier drauf und die habe ich gerade runtergekickt oder was? Aber hier in den Brennnesseln, was will ich denn da jetzt suchen?
Oder im Werkzeugkasten. Aber ich glaube nicht. Ey. Jackentasche. Natürlich nicht. Ey, ich bin doch nicht so blöd und leg das da hin, wo ich es eh verlieren werde, oder? Also ich habe ja Muttis drin, aber ich glaube, das sind nicht die Muttis. Ich glaube, das waren die hier. Ich hoffe, das waren die. Eigentlich schon. Ja, das waren die. Das müssen die gewesen sein. Guckt. Aber ich habe ja sonst auch immer Muttis in der Tasche, um halt die Kupplung festzumachen. Die Kupplung ist also diese Schneiden. Aber das Gewinde sieht gebraucht aus, deswegen hoffe ich, das waren die. Hier sind es! Oh. Junge, jetzt ist mir das Ding runtergefallen. Ah. Da ist es. Genau bei der scheiß Brennnessel hier. Oh, Junge. Ah. So. So, die das Prinzip nicht kennen, die eine Mutter kontert die andere, dass wenn die sich losjackeln wollen würde, die quasi sich an der Stelle wieder straff zieht. Blöd beschrieben. Oh, mein Akku wird auch ziemlich blöd gerade. Aber ich zeige euch noch schnell, wie ich das Ding hier anmache, das Aggregat. Relativ simpel und laut. Warte, der bleibt hier. Und die nehme ich wieder mit. So, wir sind am Aggregat. Man sieht, gut eingewachsen der Boden. Oh. Ja, was will man sagen, ne? So, Prinzip ist, wir saugen Wasser an mit der Pumpe und fördern es dann weiter durch den Schlauch in die Zuleitung, die da hinten ist. Und um das Wasser zu bekommen, machen wir den Motor an und packen voll. Ich beschreibe das jetzt alles, weil gleich wird es laut, dann guckt ihr mir einfach nur auf die Finger. Oder ich spule das. Wie mache ich denn das? Oder ich lasse das überlappen oder so. So, und um Wasser zu bekommen, nehmen wir den Hahn, packen den auf das Auspuffrohr, also hier hinten ran, öffnen den Hahn, um so einen Unterdruck zu erzeugen. Dann saugt das an, wenn der Schlauch sich füllt hinter mir, also der Kringelschlauch, dann weiß ich, okay, ich habe genug. Jetzt hat auch die Pumpe auch genug Wasser, um diesen konstanten Vorderdruck zu haben. So, das heißt, dann mache ich den zu, mach ab. Und kann dann hier so eine Abschaltautomatik aktivieren. Damit, falls irgendwas wegfliegt, er nicht kontinuierlich pumpt, sondern er hat so seine 9 bis 10 Bar Druck, die er hält. Und wenn da irgendwie, wenn jetzt ein Schlauch wegfliegen würde, würde der Druck rapide runtergehen und er würde sich ausschalten. Und das ist der Grund. So, und jetzt mache ich das mal schnell. Und das, aua, das war's schon. Jetzt gucke ich. 2, 4, 6, aua. Die Maschine braucht ewig noch. Vielleicht mache ich die ein bisschen schneller, damit ich die heute nochmal umgebaut bekomme. Ja. 2, 4, 6, oh ja. Schade, Mist. Wir gucken mal hin. Oder ich guck mal hin. Ich melde mich später, wenn ich, glaube ich, vor der anderen Beregnung wieder stehe. Oder ich weiß noch nicht genau wie. Wir sehen uns. So, Freunde, wir haben es jetzt immer noch Donnerstag, leider einen Tag verspätet. So langsam kriege ich hier Wildschaden. Scheiße, was soll das? Ich wollte euch einmal den wöchentlichen Stand der Gerste zeigen. Ja, Herbizidmaßnahme gegen den Raps. Schlägt an, perfekt. Auch vom Bild her. Sieht sauberer aus. Jetzt gucken wir einmal schnell, wie weit die Gerste ist. Ich mache mein Bild wieder für Instagram. Genau, einen Beregnungsdurchgang haben wir jetzt gesehen. Die Herbizid haben wir gemacht und jetzt kann sie erstmal wieder wachsen. In
Ja, ich sag, oh. In einer Woche bin ich ungefähr wieder drin mit einer Beregnung. Das muss sein. Regen kommt nicht. Wir haben jetzt Halbzeit ungefähr. Das heißt, 51 Tage ist die Gerste jetzt im Boden. Ja, die wird nicht ganz Halbzeit. Also jetzt diese nächste Woche, so, das ist ungefähr die Halbzeit dann. So, wenn die über 100 Tage wird oder ungefähr 100 Tage braucht. Gedüngt wird sie jetzt auch noch mal schnell. So, ich suche wieder den größten Trieb raus, damit wir wieder einen Referenzwert haben und dann zeige ich euch den mal. So, ich habe mir gerade so einen Wolf geschnitten hier. Kurz zum Zeigen. Hier oben kommt die Ähre. Man sieht auch schon hier die Härchen. So, hier kommen schon die Härchen von der Ähre. Ich habe den leider blöd abgeschnitten. So, hier unten ist der Bestockungsknoten. Dann haben wir den ersten, den zweiten. Und der zweite, seht ihr das? Die beiden weißen Punkte hier an meinem Finger. Der dritte, der wird sich jetzt auch so langsam vom zweiten trennen. Und deswegen, also wir sind so ungefähr bei BBCH 32, 33 jetzt so. Man sieht, er macht schon richtige Sprünge nach oben. Und eventuell sind wir dann nächste Woche, ja, ich will nicht sagen im Ehrenschieben, aber ja, das lange dauert es nicht mehr. So, das erstmal dazu, mein Hund. Der bekämpft gerade wahrscheinlich eher die Gerste. Und wir sehen uns morgen wieder. Mal bis dahin, bis morgen. Nochmal so, weil mein Hund hier gerade ein bisschen was platt gelegen hat. Kurzer Fun Fact: Getreide steht bis zur Blüte immer wieder auf. Also, es kommt natürlich auf den Druck drauf an, pro Quadratzentimeter. Ne? Also wenn ich da jetzt mit 60 Tonnen durchfahre oder hier auf einer Pflanze immer nur rumspringe, dann natürlich auch nicht mehr. Aber so grundsätzlich bis zur Blüte steht eine Pflanze immer wieder auf. Wo will er denn hin? Seht ihr das? Kleiner Mutant hier. Naja, ich mache jetzt Feierabend, ist schon gleich 20 Uhr wieder. Wisst ihr noch, als ich meinte, ja, ich stelle die Maschine jetzt ein bisschen schneller, damit ich die heute noch umbauen kann? Seht ihr das? Die ist jetzt erst am Ende, ich schalte die jetzt aus. Damit ich die morgen früh schnell umbauen kann. Ja, es ist blöd gelaufen. Ging nicht schneller. Naja, wir sehen uns, denke ich, morgen dann vielleicht an Ort und Stelle wieder. Bis morgen. Schlaf gut, träum süß. Neuer Tag, neues Glück. Erste Beregnung, die ich gestern Abend ausgemacht habe, die steht schon wieder. Da fehlt nachher nur noch ein Schlauch und vielleicht ein bisschen Diesel. Fahre ich mit zwei Kanistern hin. So, und die ohne Galgen, die baue ich jetzt um. Und ja, ich höre auf meine Abonnenten. Im letzten Video hat einer gefragt, warum ich nicht den festmache und dann quasi mit der Beregnung die Maschine ausziehe. Wisst ihr, wie ich das meine? Jedenfalls mache ich das jetzt. Ich habe mal ein bisschen was mitgenommen und ich dachte, macht Sinn, zumindest beim Feldwechsel. Weil ich meist eh von hinten aufs Feld fahre. Wenn ich oben bin, dann brauche ich nicht die ganze Tour runter machen, aber so spare ich mir, glaube ich, ein bisschen Zeit. Aber mal schauen, wie es funktioniert. Ich weiß gar nicht, wie tief sowas muss. Aber ich glaube, dass hier so ein abgebrochener, verbogener Frontlader Ballen Mistforken zinken. Oh, und ich hole mal die Kette. Ich habe den jetzt so ein bisschen schräg reingehauen, dass er sich da hoffentlich nicht runterzieht. Mal sehen, ob das was wird. Soweit so gut, das Ding hier unten hält erstmal wieder. Das ist gestern wieder abgegangen. Ich habe da jetzt so eine Schelle einfach zwischen gemacht. Unten wieder eine Mutti. Das Ding hier ist auch zwischen. Aber schön ist trotzdem nicht. Ich weiß nicht, dass ich... Ja, vielleicht doch anschweißen. Ich, keine Ahnung. Ich wollte gerade die Unterlegkeile drunter machen, glaubt ihr? So. Jetzt müssen wir natürlich hier schon Mann, da muss mal Fett ran. Zack. Ich glaube, nicht zu dolle festdrehen, oder? Mach ich zumindest nicht. So. Also mit zu dolle festdrehen die Bremse, ne? Hund, du bewachst das von außen, ja? Und dann schauen wir mal. Da. Oh, ja.
machen wir mal B3. Das heißt, B3 ist bei mir jetzt 2,5 km/h im Standgas. Das sieht aber gut aus. Ich habe jetzt das Einzige, was ich jetzt nicht gemacht habe, was... Tut mir leid, ich vergesse mal die Namen von euch in den Kommentaren. Das Einzige, was du jedenfalls nicht oder das Einzige, was ich jetzt nicht gemacht habe, was du geschrieben hast, ist diese Schlauchführung genommen. Weil so genau nehme ich es dann doch nicht. Hier ist eh jetzt so ein, ich sag mal, so ein Schlitz in der Fahrgasse, wo der Schlauch lag. Und der Schlauch ist bei dem Regner auch mittig. Das liegt daran, dass das nicht der Originalregner für den Wagen hier ist. Das hatten wir alles mal so ein bisschen Kuddelmuddel durchgetauscht. Das ist wie Gassi gehen hier beim Ausziehen. Für den Hund ist das geil. Man muss nur ein bisschen mit den Temperaturen aufpassen. Weil ein Rotti oder mein Rotti, der heizt sehr relativ schnell auf. Und deswegen also jetzt einmal so 10 Minuten hier in 2 km/h Tempo runter juckeln ist okay, aber man merkt dann auch, dass er irgendwann geschafft ist. Boah, ich meine, wir haben es gerade 18 Grad, aber gefühlte 28 schon wieder. Naja, bisher läuft's gut. Ja, ich denke, wir sehen uns unten, wenn ich versuche, den Stifter wieder rauszuziehen. Boah, das andere ist ja wieder nur anschließen. Bis später. Glaubt ihr? Ich habe meinen Hammer verloren. Wo habe ich den hingelegt? Sieht man das im Video? Oh, Junge. Na, wie kriege ich das jetzt raus? Excalibur-mäßig. Ja, ich gebe mal mein Bestes hier. War gar nicht so schwer. Jetzt die Kette hier noch weg. Ein Auto setzt mich gerade ein bisschen unter Druck, weil ich mitten auf der Straße stehe. Obwohl, ich fährt dran vorbei. So. Aber wo habe ich den Hammer hingelegt? Das ist ja jetzt nervig. Aber ich muss sagen, das Prinzip war cool. Das ging irgendwie gefühlt schneller. Aber wo ist der Hammer? Ja, ich habe den nicht hier gelassen, glaube ich nicht. Der muss oben an der Maschine irgendwo sein. Oh. Hammer sind irgendwie zurzeit Mangelware. Wir haben so viele, auch richtig dicke Hammer. Bleibt immer da liegen, wo man es gebraucht hat. Ne? Na gut. Ich melde mich später, wenn die dritte Maschine läuft. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch machen. Ich muss noch Schweinefutter holen, aber vielleicht. Sonst sehen wir uns morgen wieder. Ich habe ja gesagt, ich melde mich, wenn ich bei der dritten Maschine bin. Tja, ich bin zwar jetzt da, aber wie sagt man so schön, Hochmut kommt vor dem Fall, ne? Angemacht, ist ja jetzt ein neuer Regner drauf, die Ketten alle drauf, neue Kette geholt gehabt und wie auch immer. Erst sah es gut aus und dann nicht. Ich zeige es euch mal schnell. Das ist übrigens eine Hüdig, Iroma 2. 450 Meter Schlauch, davon haben wir aber 30 Meter mal weggenommen gehabt, weil da ein Loch drin war. Und Flicken und so, ich weiß nicht, die Leute, die es kennen oder schon mal hatten, Flicken, kannst vergessen. Dementsprechend abgeschnitten und weil es auch am Regner nah dran war. Deswegen wird die jetzt noch 420 Meter oder sowas haben, keine Ahnung. 100er Schlauch drauf. Hat auch einen Computer. Ne? Unsere modernste von 93. Aber auch gebraucht gekauft gehabt. So. Und das Problem hierbei war, damals, da ist diese Kette hier abgeflogen. Hat sich verkantet, ganz ekelhaft hier unterm Zahnrad, dass ich die Schraube auch lösen musste, um die überhaupt runterzukriegen. Hat das Winkelgetriebe hier runtergebogen. Man sieht es noch, das steht immer noch recht schräg. Das haben wir jetzt mit dem Wagenheber. Wie sitzt meine Mütze eigentlich? Das haben wir mit dem Wagenheber, oder mein Vater, der hat sich das zum Projekt gemacht, wieder versucht hochzubiegen, hat auch ganz gut geklappt, aber ja, war nicht weit genug. Warte mal, wie seht ihr es denn am besten? So, war nicht weit genug, hat sich wieder runtergebogen, beziehungsweise war da so eine Spannung drauf. Durch den Mitnehmer hier, erst das war ein richtiger Film, den richtigen Mitnehmer zu finden. Das ist immer noch nicht der richtige, glaube ich zumindest nicht. Ich habe den noch abschleifen lassen, damit der überhaupt durchs Kettenglied durchpasst. Oh, das ist nur ätzende Bastelei, ne?
Ja, und weil der hier jetzt auf Spannung ist, man sieht es von oben, denke ich ganz gut, ne? Der steht so ein bisschen schräg. Ist die ganze Kette auf Spannung gekommen? Hat sich alles ein bisschen verschoben. Hier voll Spannung drauf, hier voll Spannung drauf. Und dementsprechend, ja, kleine Sollbruchstelle, ne? Jetzt steht das. Wir lassen uns über Nacht was einfallen. Morgen ist Sonntag, danach ist Pfingstmontag, glaube ich. Ist das Pfingsten? Haben wir Pfingsten jetzt? Ich glaube schon. Ja, also Werkstätten haben eh zu. Wir lassen uns was einfallen und dann. Das Schöne ist, wir sind an unserer Halle hier. Das heißt, wir haben Strom, wenn wir irgendwas schweißen wollen, zur Verstärkung oder so. Naja. Nächste Problem war, wir haben hier das Blech untergehabt. Hier ist ein kleines Loch drin. Ja, ich glaube, ich kann mich sogar daran erinnern, dass hier mal ein Loch drin war. Aber ja, wie es halt so ist. Ne? Ich mache jetzt schnell noch die andere Hüdig an. Die Dialing läuft da hinten schon wieder. Und ja, dann ist Feierabend. Habe heute noch nicht viel gegessen. Habe noch schnell eingekauft eben gerade. Wir haben schon 20 Uhr. Und dann in den wohlverdienten Feierabend. Heute auch wieder viel gemacht. Auch nochmal Stroh verkauft, Mist gefahren. Habe ich euch gar nicht gezeigt. Ne? So, ja, ich versuche es ja jetzt ein bisschen kürzer zu halten, die Vlogs. Naja, ich mache mir gleich erstmal schön ein bio-veganes Fairtrade glutenfreies Rumpsteak der Haltungsstufe 1. Und lasst es mir gut gehen. Ne? Bis dahin, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Viele haben mich ja noch gar nicht abonniert. Oh, guck mal. Jetzt hat der Vogel was zu trinken. Habt ihr es gesehen? Da guckt man der Natur was wieder mit Bruch. Hä? Naja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like da, wenn. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Ich habe meinen Hammer verloren.